Vielen Dank, Gernot. Eigentlich wollte ich den Hartmut Bohrer als ersten Ortsvorsteher bitten, der ist aber leider erkrankt, ist mir jetzt gerade eingefallen. Deswegen würde ich jetzt mit den anderen Ortsvorsteherinnen weitermachen. Und Claudia, wenn du vielleicht anfangen würdest. Claudia Siebner, Ortsvorsteherin von Mainz-Bretzenheim gewesen, im Übergang sozusagen jetzt. Noch eine der letzten Veranstaltungen. Sehr geehrte Frau Körsken, liebe Beate, sehr geehrter Herr Bürgermeister Beck, lieber Günther, liebe Friedensaktivistinnen und Aktivisten. Wenn wir, und wir haben das eben gehört, die letzten Monate betrachten, dann können wir an vielen Ecken und Enden dieser Welt und auch in unserer unmittelbaren Nähe leider immer noch feststellen, dass Kriege offensichtlich als Lösungsmittel gesehen werden, um Völker wieder in Frieden leben zu lassen. Dass das nicht die Lösung sein kann, wissen wir seit den verheerenden Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs mit allen Folgewirkungen. Ich werbe deshalb an dieser Stelle ganz besonders dafür, dass der Frieden bei uns selber anfängt, bei uns vor Ort, bei uns in den Städten und Kommunen, in den Gemeinden. Und wenn es uns dort gelingt, dann ist es vielleicht auch die Chance, Menschen dafür zu beeindrucken oder damit zu beeindrucken, dass Frieden ein zartes Pflänzchen ist, das täglich aufs Neue gehegt und gepflegt werden möchte. Ich bin selber mit, das war ja eine lange Diskussion, welche Kommunen und welche Stadtteile der Mayors for Peace-Bewegung beitreten. Ich habe das vor 10 Jahren gemacht, liebe Beate, weil du ohne Umschweife direkt nach meiner ersten Wahl bei mir im Büro gesessen hast und gesagt hast, das ist jetzt angesagt, das ist dringend nötig. Und ich habe das aus tiefer Überzeugung gemacht, weil ich glaube, dass wir Frieden nur gemeinsam bewirken können und bei allen Herausforderungen, die damit verbunden sind, müssen wir uns täglich, glaube ich, täglich aufs Neue bewusst machen, dass unsere Welt, so bipolar wie sie ist, so vielfältig wie sie ist, immer wieder von Menschen beherrscht sein wird, die ohne Waffen vermutlich ihren Weg in den Regierungsparteien nicht finden und ihre Herrschaft nicht begrenzen können. Mein Wunsch ist es, dass wir als Mainzerinnen und Mainzer, als Bretzenheimerinnen und Bretzenheimer, als Menschen in unseren Stadtteilen mit unserem Engagement ein bisschen dazu beitragen, dass diese Welt vielleicht friedlicher wird und wir jeden Tag aufs Neue dafür werben. Und Sie alle sind der lebendige und beste Beweis dafür, was Ihr jahrzehntelanges Engagement bewirkt hat. Denn sonst würden wir heute nicht hier stehen. Und Sie gehen das mit viel Energie und mit viel Einsatz an. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Zeichen für diese Stadt und für alle, die sich für den Frieden auf dieser Welt einsetzen. Vielen Dank.